Sehr ganz zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Karrieremodus in FIFA 16 mit Newcastle United. Letzte Episode haben wir ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel gegen Liverpool verlebt. Gegen die schlechteste Auswärtsmannschaft der Liga konnten wir zu Hause endlich mal wieder überzeugen und heute soll das genauso weitergehen. Unter anderem zu Hause gegen Manchester United im Capital One Cup und dann spielen wir noch ein zweites Spiel und zwar in der Liga gegen den Aston Villa Football Club. Also es wird alles andere als langweilig und wenn euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ist die beste Unterstützung, die ihr mir geben könnt. Das ist ein relativ minimaler Aufwand für euch und es würde mich einfach richtig, richtig freuen. Wir haben noch ein paar Scout-Berichte, unter anderem aus England mit Christian Atsu und Lloyd Isgrove, allerdings nicht so mega interessant. Wir haben allgemein sogar zweimal die Möglichkeit Training zu machen, weil das Pokalspiel unter der Woche ist und vorher kein Ligaspiel ist. Dementsprechend trainieren wir noch ein zweites Mal die gleichen Kaliber und es wird sogar einer im Rating steigen. Wer das ist, ihr könnt gerne mal tippen in den Kommentaren und zwar bis 3, 2, 1 und jetzt. Allerdings ist es im Endeffekt auch egal, denn bei jedem Spieler freuen wir uns ja gleich, wenn der in einem Rating steigen soll. So, des Weiteren gibt es heute nicht nur diese beiden Spiele, sondern auch einen Kapitänswechsel, denn momentan ist es Moussa Sissoko und ich muss wieder Wijnaldum einstellen. Ihr habt euch zwar beschwert, warum Wijnaldum, Sissoko wäre für mich auch der sinnvollere Kapitän gewesen, theoretisch, weil er am längsten da ist, also weil er mit am längsten da ist. Allerdings habe ich mich für Wijnaldum entschieden und die Story ist nun mal jetzt halt so und damit muss man leben. Ich denke mal, das ist auch nicht so dramatisch und damit kann man auf jeden Fall leben. Wir haben hier noch die ganzen Spieler aus Deutschland, Bruno, Jairo, Hermann und Kempel, aber der ist nicht so mega interessant und unsere Aufstellung, ja, wird sich nicht sonderlich ändern, deswegen ist das auch jetzt nicht so interessant. Damit gehen wir in die Partie gegen Manchester United. Nur den Kapitän ändern wir halt noch und der wird Wijnaldum bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffentlich die nächste Runde und bis gleich. Manchester United war zu Gast bei Newcastle United im St. James' Park und nach dem 4:1 Heimerfolg gegen die Reds vom FC Liverpool wollte Newcastle heute genauso weitermachen. Das Spiel ein bisschen überschattet von Krawallen zwischen den Fans von Newcastle und Manchester vor dem Spiel. Trotzdem hatten die meisten den Weg ins Stadion gefunden und die Partie war, wie fast immer, wenn große Vereine zu Gast sind, im St. James' Park restlos ausverkauft. Nur noch große Teams eigentlich im Viertelfinale des Capital One Cup, abgesehen von Middlesbrough und Fulham, die beiden die einzigen unterklassigen Teams. Ansonsten nur noch Kaliber wie der FC Chelsea, Manchester City oder eben Manchester United und die waren natürlich favorisiert mit ihrem, ja, mit Stars gespickten Kader gegen das in letzter Zeit etwas schwächelndere Newcastle United. Im letzten Spiel allerdings hat Alexandre Pato endlich mal wieder getroffen, 2 Tore gegen den FC Liverpool erzielt und genau da wollte er heute gegen Sergio Romero, den argentinischen Keeper von Manchester United, weitermachen. Er war richtig gut drauf und natürlich enthusiastisch vor der Partie, hat er gesagt, wir können die nächste Runde erreichen, wenn wir so spielen wie gegen Liverpool. Krüljam hat im Bemba keine großen Veränderungen mit Pogba und Haidara in der Defensive, davor Chancy, Soko, Thor, Wijnaldum und eben Wilfried Zaha, genauso wie letzte Woche und im Sturm Alexandre Pato. Es veränderte sich absolut nichts im Vergleich zum Spiel gegen Liverpool. Auf der anderen Seite, wie gesagt, David Stars gespickte Kader, leicht favorisiert im Vergleich zu Newcastle. Im Tor Romero, davor dann in der Verteidigung Damian Jones, Smalling und Blind. Schweinsteiger zusammen auf der 6 mit, ja, Snyder-Lon. Davor Fellaini auf der 10, rechts Mata, links Memphis Depay und im Sturm Wayne Rooney. Wir haben hier ein Duell zweier ehemaliger PSV-Spieler vor der Saison gewechselt. Hier sehen wir den einen, Jorginho Wijnaldum, ein bisschen überschattet von Pato und auf der anderen Seite Memphis Depay. Die beiden sollten sich so ein kleines Privatduell liefern. Wer ist besser angekommen im englischen Fußball und wer kann sich gegen den anderen besser beweisen und durchsetzen? Wir werden am Ende dieses Spiels sehen, für wen das bessere Ende hatte. Auch im Fokus natürlich gerade für Trainer MGT, Bastian Schweinsteiger, der Landsmann des Trainers, sollte eine wichtige Rolle in dieser Partie spielen. Zunächst einmal versuchte Newcastle nach vorne zu spielen, das Ganze aber so semi-erfolgreich, denn sie bekamen den Ball nicht aufs Tor. Das ist ja in den letzten Wochen das größte Problem und es kam immer wieder mal ein bisschen was, aber nie was Gefährliches. Wijnaldum versucht es hier mal aus einer ungünstigen Position. Das zeigte so ein bisschen, dass er in der Anfangsphase der Antrieb war bei Newcastle. Allerdings war dieser Freistoß vielleicht etwas, was er hätte nehmen sollen, denn Sissoko setzt ihn in die Wolken und vergibt somit die größte Chance in der Anfangsphase. Danach war so ein bisschen die Phase von, ja, eben Wijnaldum vorbei und der andere Niederländer rückte so ein bisschen in den Fokus. Zunächst einmal kam Schneider-Lon, der spielte auf Schweinsteiger, der lässt Pogba aussteigen und es steht 1:0 für Manchester United in der 23. Spielminute. Krüll kann absolut nichts machen. Der Schuss des deutschen ehemaligen Kapitäns war ein absolutes, ja, quasi Raketen, das da im Kasten von Newcastle United einschlägt. Klasse gespielt, direkt gespielt. Schneider-Lon mit dem Ball auf Schweinsteiger, der lässt Pogba ja ganz, ganz alt aussehen. Und im Endeffekt hat Krüll, wie bereits gesagt, keine Chance. Depay machte da ein bisschen mehr Alarm. Auf der anderen Seite versuchte Newcastle direkt zurückzukommen. Sissoko mit dem Ball auf Pato und der setzt sich gut durch im 16, aber sein Abschluss zu schwach. Romero ohne größere Sorgen und Probleme. Depay kam dann gerade zum Ende der ersten Halbzeit erstmal so richtig nach vorne. Fellaini hier mit dem Ball auf den niederländischen Neuzugang bei Manchester und Krüll war da nicht mehr dran. Allerdings trotzdem sehr, sehr guter Versuch von
Memphis Depay. Kurz vor der Halbzeit nochmal Newcastle über Wilfried Zaha. Der versucht sich irgendwie durchzusetzen im 16er. Wird allerdings vom Ball getrennt, erobert ihn sich nochmal wieder und schießt mit dem schwachen linken Fuß. Und deswegen kein Problem für Romero. Es blieb beim 0:1 aus Sicht von Newcastle United. Bastian Schweinsteiger, der den Trainer im GT im Fokus hatte, machte bisher den Unterschied. Daryl Hammett und seine Verteidigung bisher einmal überwunden worden. Und offensiv einfach noch nicht die Durchschlagkraft, die man ja braucht gegen Manchester United. Zweite Halbzeit, Jammer mit dem Freistoß nach knapp 50 Minuten. Newcastle wurde stärker, versuchte mehr nach vorne, aber sie bekamen den Ball nicht zwingend aufs Tor. Auch dieser Kopfball wurde abgewehrt und zum Eckball geklärt. Und dementsprechend wurde auch aus diesem Eckball nichts. Sissoko bringt den rein und Romero faustet den weg. Man sieht, wie Newcastle nach vorne spielt, wie sie pushten, wie sie versuchten, irgendwie den Ball nach vorne zu kriegen. Aber Manchester war einfach stärker und gerade als man dachte, eventuell könnte was gehen für Newcastle, kam das hier Fellaini mit dem Ball in die Spitze auf Wayne Rooney und der auf den gerade angesprochenen Memphis Depay und der zeigte mal, warum er besser angekommen ist in der Premier League. Ein wunderbarer Schuss aus 18 Metern zum 2:0 in der 59. Minute und das war in gewisser Weise natürlich die Vorentscheidung. Krüll wieder ohne Chance, diesmal gegen seinen Landsmann, klasse eingeleitet von Rooney und Fellaini, der sieht die Defensive wieder nicht gut aus. Kein Druck auf Memphis Depay von Landsmann Jan Maat und der Schuss, der sitzt dann einfach direkt und genau. In der Folgezeit wurde Newcastle dann aggressiver, die waren ein bisschen gereizt vom Spielstil von Manchester, die sich jetzt hinten reinstellten. Haidara hier ohne Sinn und Verstand gegen Juan Mata, er bekam nur die gelbe Karte, dafür hätte man auch rot zeigen können, das war eine klare Tätlichkeit, nur in den Mann der Ball längst weg und mit vollem Tempo, allerdings gab es halt wie gesagt nicht mal die gelbe Karte in der Situation. Anders machte es Emre Can hier an der Eckfahne gegen Matteo Damian, er geht von hinten in die Beine und das gibt natürlich vollkommen zu Recht nicht nur den gelben Karton, sondern vom Schiedsrichter die rote Karte, er geht von hinten rein, er trifft im Endeffekt den Ball ein bisschen, aber in erster Linie den Mann und dementsprechend muss er da vom Platz gestellt werden. Newcastle war also gereizt und sie kam halt auch nicht mehr nach vorne. Das letzte Wörtchen der Partie hatte nochmal Manchester. Hier sieht man wieder Newcastle mittlerweile aggressiv in den Zweikämpfen. Sie kam trotzdem nicht dazwischen. Schweinsteiger versucht es nochmal und Kröll verhindert die Blamage gegen den Favoriten. Die Red Devils schlagen also Manchester United, nein, Newcastle United mit 2:0 und das mehr als verdient. Machten aus ihren Chancen genau das, was man machen muss. Und zwar Tore und standen defensiv so stabil, dass den Magpies nicht sonderlich viel einfiel. Ein schlechter Abend für die Toons, ein guter Abend für Bastian Schweinsteiger, der gegen seinen Landsmann heute das, ja, bessere Ende für sich hatte. Die mitgereisten Fans, zwar von Krawallen überschattet das Ganze, aber trotzdem natürlich sehr zufrieden und Memphis Depay hat bewiesen, dass er gegen Wijnaldum momentan zumindest noch im Vorteil ist. Liegt natürlich in gewisser Weise auch am Kader, aber trotzdem war sein Einsatz und sein Tor heute besonders wichtig. Sissoko und Co. konnten nicht überzeugen. In der Liga gegen Aston Villa muss das im nächsten Spiel auf jeden Fall besser werden. Da sollen es dann wieder 3 Punkte sein für die Magpies. So, das Spiel war nicht sonderlich erfolgreich. Wir haben deutlich schlechter gespielt, als wir das können. Und dementsprechend sind wir verdient rausgeflogen. Manchester United hat noch gewonnen. Manchester City hat noch gewonnen gegen Everton. Momentan bin ich ein bisschen verpeilt irgendwie. Ich bin ein bisschen müde, vielleicht liegt es daran, aber mein Kommentieren... Ich muss mich gerade schon ein bisschen zusammenreißen, weil ich andauernd was Falsches sagen will und es zum Glück nicht tue. Hier hatten wir gerade einen 74er bis 94er Spieler, ist natürlich sehr, sehr nice für uns, oder 75 bis 95, einen Finnen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn wir wieder genauso wie im letzten Jahr mit Lennart Jettey-Sippel beispielsweise sehr, sehr gute Nachwuchsspieler haben und die quasi auch fördern können. Wir ja verlängern so ein paar Verträge, weil viele ausgelaufen wären. Der von Rob Elliott wird nicht verlängert, der will 30.000 Geld, das ist mir ein bisschen zu viel, genauso wie unser anderer Ersatztorwart da. Beispielsweise Marvo, den kannst du immer mal verlängern, weil dann kannst du den für ein bisschen mehr Geld verkaufen und wenn er keine Gehaltserhöhung haben will, beziehungsweise nur eine geringe, dann lohnt sich das im Endeffekt ja sogar für uns. Im nächsten Spiel geht es, wie gesagt, gegen Aston Villa. Das wird auf jeden Fall eine interessante Partie. Wir sind momentan relativ nah dran an den internationalen Plätzen und wollen natürlich das Ganze mitten im Sieg idealerweise ja uns da quasi reinschieben. Ob das Ganze klappt, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, wir haben an sich die Chance und gerade zu Hause sollte da einiges möglich sein. Jedoch ist Aston Villa gerade in der Defensive beispielsweise Okore sehr, sehr gut aufgestellt. Übrigens ist Can natürlich durch die rote Karte im Ligapokal auf die Liga gesperrt, weswegen TOT wieder zum Einsatz kommt. Aber das ist alles nur nebensächlich. Im Endeffekt geht es darum, dass wir jetzt irgendwie 3 Punkte holen müssen. Wijnaldum spielt übrigens heute auf der 6 und TOT kommt anscheinend doch zum Einsatz. Sissoko geht auf rechts und wegen der Form geht irgendwer raus. Und ich glaube, es war im Endeffekt ja Zaha und Pavon, der angeschlagen ist. Okay, ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder mit einer sehr offensiven Aufstellung gegen Aston Villa. Aston Villa war zu Gast im St. James's Park. Newcastle nach dem enttäuschenden Ligapokalauftritt gegen Manchester United unter Zugzwang. Die Magpies gegen die Villains. Auf jeden Fall eine interessante Partie. Und diesmal gab es vor dem Spiel auch keine Ausschreitung. Trotz regnerischem Wetter waren die Fans sehr, sehr gut gelaunt und erwarteten eine Spitzenpartie. Der St. James's Park wie fast immer ausverkauft. Der momentan Tabellen-8. Gegen den Tabellen-6. Aus Newcastle. Aston Villa könnte mit einem Sieg vorbeiziehen an den Magpies. Und die Magpies könnten mit einem Sieg immer einen Anschluss halten an den Rivalen Sunderland, der momentan auf dem internationalen Platz steht. Natürlich
Natürlich wollte aber Aston Villa, beziehungsweise war Aston Villa ambitionierter, waren hier nicht in der Favoritenrolle, hatten dementsprechend nichts zu verlieren. Im Fokus standen zwei Brasilianer. Tyson vor der Saison, ja, von Shakhtar Donetsk zu Aston Villa gewechselt. Alexandre Pato kam aus der brasilianischen Liga zu Newcastle United und diese beiden wollten natürlich heute beweisen, dass sie die besseren Brasilianer sind. Im Ligapokal gab es das Duell zwischen den beiden ehemaligen PSV-Spielern, Jorginho Wijnaldum und Memphis Depay. Da hatte es nicht der Magpie-Akteur für sich entschieden. Heute sollte das Ganze im Idealfall anders aussehen. Bei den Magpies im Tor Krüll davor, Jan-Martin Bemba, Pogba und Haidara. Im Mittelfeld gezwungenermaßen aufgrund der Verletzung von Wijnaldum und der roten Karte von Emre Can etwas Personalsorgen. Wijnaldum und Tio Teo auf der 6. davor Sissoko auf rechts, links Aaron auf der 10. Spielte mal wieder Sieben de Jong und in der Sturmspitze Alexandre Pato. Das war die Aufstellung auf der anderen Seite. Wie gesagt, stand Tyson so ein bisschen im Mittelpunkt im Tor. Guzan davor hatten Okoro, Richards und Amavi auf der 6. Idrissa Gueye und Carlos Sanchez. Davor Jill, Sinclair und eben Tyson auf der 10. Und in der Sturmspitze Jordan Ayew. Der Bruder, ja momentan mit Swansea etwas erfolgreicher als sein ghanaisches, ja quasi Pendant. Allerdings haben die beiden noch unterschiedliche Qualitäten. Und Ayew hatte vor der Partie gesagt, er will sich heute beweisen und zeigen, dass er nicht der Schlechtere der beiden Brüder und im Endeffekt auch Neffen von Legende Abedi Pelé ist. Wir springen rein in die Partie und Newcastle hatte den besseren Start für sich. Hier sehen wir Wijnaldum auf der Außenbahn. Der machte gleich mal Alarm, obwohl er heute zurückgezogener spielte. Legt den Ball auf 7 de Jong und der versucht mal und hatten es im letzten Moment noch dazwischen. Hält den Fuß rein und verhindert so die erste richtig große Chance für Newcastle United. Guter Einsatz auf jeden Fall vom älteren Verteidiger. Die Ecke ausgeführt von Aarons und zwar auf Cheick Tiote und der Ivora versucht einfach mal aus der Distanz und eine klasse Parade von Brad Guzan, der den Ball dann noch knapp am Pfosten vorbeilässt. Es gibt einen weiteren Eckball und wir sehen in der Wiederholung, das war ganz schön knapp, auch wenn er da dran ist. Der Ball wäre trotzdem fast noch reingegangen. Guter Versuch auf jeden Fall von Cheick Tiote. Er küsst sogar noch im Endeffekt den Pfosten. Die anschließende Ecke von Sissoko reingebracht und kommt direkt nochmal zurück zum französischen Vizekapitän. Der flankt nochmal rein und er geht auf den zweiten Pfosten. Wijnaldum in die Mitte, aber da steht dann keiner mehr und dementsprechend war diese Angriffswelle zunächst einmal vorbei. Danach, ja, passierte nicht mehr viel. Doch, es gab noch einen Eckball. Sissoko auf Cheick Tiote, Kopfball und am Ende Okore, der den Ball gegen den eigenen Pfosten lenkt und danach war die Angriffswelle dann vorbei. Erst nach 37 Minuten kam Newcastle mal wieder nach vorne. Bis zu diesem Zeitpunkt verteidigte Villa gut, spielte nach vorne absolut nicht, aber stand halt hinten in Ordnung. Dementsprechend der Punkt momentan. Dann kam mal wieder Aarons, allerdings der Versuch, ja, nicht sonderlich gefährlich und Guzan ohne Probleme. Trotzdem bis zur Halbzeit noch kein einziger Torschuss von Aston Villa. Das war ein bisschen überraschend. Sie hatten doch angekündigt, dass sie so gut nach vorne spielen wollten, dass sie gesehen hätten, welche Schwächen in der Defensive von Newcastle United lauerten nach dem Pokalspiel gegen Manchester United. Und bisher kam absolut nichts. Und wenn was kam, dann kam was von Newcastle United. Allerdings fanden die kein wirkliches Mittel. Noch in der zweiten Halbzeit wurde das nicht besser. Aston Villa stellte sich hinten rein, machte offensiv absolut gar nichts. Genau gegen die Marschroute, die sie angesprochen hatten. Und Newcastle biss die Zähne an der Defensive um Joris Okoro aus. Hier haben wir Sissoko, der auf Tiote. Und der legt nochmal weiter, wie eine Handballmannschaft in den Strafraum rum, auf Alexandre Pato. Und der versucht aus ganz spitzen Winkel und wieder das Hatten dazwischen und verhindert den Einschlag im Tor von Brad Guzan. Es gab die anschließende Ecke, ausgeführt von Orlando Aarons. Und da ist Florentin Pogba. Und der versucht mal, aber er ist nicht so erfolgreich wie Chancellor Mbemba in den letzten 3 Spielen und in den letzten 4 Spielen 3 Tore erzielt. Heute war er relativ, ja, abgemeldet in der Offensive. Dann ging es weiter bei Alexandre Pato, der versuchte jetzt immer mehr, der wollte unbedingt sein Tor machen, nachdem er gegen Manchester nicht treffen konnte, versucht mit links und Guzan ist wieder da. Dementsprechend musste sich was ändern und es ändert sich dann noch was, und zwar bei Newcastle United. Hier nochmal Zaha mit dem Ball in den Rückraum auf Jan Maat. Der versucht es erstmal allein, dann noch mehr Pass auf 7 de Jong, der Kopfball von Wijnaldum, das wurde alles nicht so wirklich was und dann gab es einen Wechsel. Und dieser Wechsel ist besonders wichtig, denn es ging sowohl Cheick Tiote aus der Partie als auch, ja, ah ja, als auch natürlich Ronald Aarons, Entschuldigung. Dafür kam José Pérez, der ging auf die Zehnerposition und es kam Goufra. Und der ging auf die linke Mittelfeldposition und wurde gleich mal richtig wichtig. Guzan mit dem Abstoß. Und hier sehen wir mal, was Aston Villa machte. Die wollten nach vorne spielen. Eigentlich sahen sie, das wird nichts. Und dementsprechend spielten sie ja so ein bisschen klein hinten rum. Zwar teilweise mit sehr schönem One-Touch-Football, aber nicht so wirklich effektiv, wie wir gleich sehen werden. Denn hier kommt jetzt gleich der Pass von Hutton auf seinen Kollegen, wer er tut. Und der verliert den Ball gegen Goufra. Gerade eingewechselt. Erste Aktion des Franzosen. 1-0 für Newcastle. 84. Minute. Der Bann gebrochen. Die Defensive geknackt. Und das alles durch den Fehler des Mannes, der bisher der Beste auf dem Platz war, und zwar hatten viele Schüsse verhindert, sehr defensiv gut gestanden. Hier bringt er Veretout in Not, der verliert den Ball gegen den gerade eingewechselten Goufra und der ist noch frisch, setzt den Sprint an und der perfekte Abschluss. Keine Chance für Guzan und es steht 1-0 für Newcastle. Aston Villa machte weiterhin nichts nach vorne und somit hat er auch die letzte Chance der Partie. Nochmal Newcastle, José Pérez alleine im 16er versucht es und trifft den Pfosten. Momentan der Spanier einfach nicht im Glück, er kriegt den Ball einfach nicht in den Kasten. MGT vertraut ihm weiterhin, setzt ihn auf die Bank, setzt
ziehen ein. Allerdings muss irgendwann mal was kommen. Wann das passiert, wissen wir nicht. In diesem Spiel war es nicht mehr. Newcastle gewinnt mit 1-0 gegen Aston Villa, die genau das nicht geschafft haben, was sie angekündigt hatten. Sie brachten nicht einen einzigen Schuss auf das Tor von Tim Krull. Das ist der negative Rekord in dieser Saison und fast schon der negative Rekord in der Premier League. Denn sowas gibt es nur alle Jubeljahre mal. Und das war heute eine ganz schwache Vorstellung. Joan Gouffran hat genau das gemacht, wofür er eingewechselt wurde. Er kam rein, er kämpfte, er biss sich fest, er eroberte den Ball und er machte den Siegtreffer. Auf der anderen Seite, Carlos Sanchez konnte nicht die Niederlage seiner Mannschaft verhindern. Ja, Newcastle kommt wieder ran an die internationalen Plätze und Aston Villa kann sich zumindest zunächst einmal von den Träumen verabschieden, Newcastle zu überholen. 1-0 für die Magpies gegen die Villains. Wir gewinnen mal wieder ein Spiel in der Liga, was natürlich wichtiger ist als im Pokal. Im Endeffekt ist Capital One Cup, dafür kriegt man nicht mal Geld so wirklich viel. Von daher umso wichtiger, dass wir in der Liga dranbleiben an Sunderland, ist unser Rivale. Und wenn wir die ganze Saison über einen Punkt hinter dem bleiben, dann müssen wir theoretisch nur das Derby-Rückspiel gewinnen. Das haben wir zu Hause, da sind wir momentan stark. Und dann stehen wir vor denen und bleiben eventuell, beziehungsweise kommen eventuell auf den internationalen Platz. Wenn die jetzt einbrechen und wir dann auch einbrechen und einen Punkt hinter denen sind, können wir eventuell sogar absteigen, weil wir Letzter sind, die Vorletzter und wir die überholen. Aber das soll natürlich im Idealfall nicht passieren und wir wollen im Idealfall internationale Geschäft kommen. Ihr könnt mir gerne Kommentare schreiben, ob wir das schaffen. Würde mich mal interessieren, ob ihr das denkt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, während wir das Training abschließen mit schlechten Noten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Und ciao.